Willkommen zurück zu Factorio. So, wir wollen in die Robotertechnik einsteigen und dazu müssen wir jetzt hier schon Mehl rübertragen. Beziehungsweise rübertragen lassen. Nachdem es letztes Mal ja schon ein bisschen schleppend war, ich gesehen habe, dass ich da einen richtig schönen Fehler bei meinen blauen Forschungspaketen gemacht habe. Und dass ich hier viel zu wenig Rohre habe. Boah. Warte mal, ich hatte doch irgendwo Rohre noch. Genau, hier oben werden Rohre produziert. Ich glaube, da brauche ich jetzt echt mal eine Kiste. Eisenkiste. Ich mache jetzt gerade Eisenkisten, weil ich einfach kein Holz habe. Wo ist meine Kiste? Da ist meine Kiste. So, dann braucht man noch einen filternden Arm. Der mir dann da hier einfach nur die Rohre reingibt. Könnte natürlich auch noch eine Fabrik für die anderen Rohre machen, für die Knickrohre, die Untergrundrohre, aber das machen wir jetzt nicht. So. Hier können wir jetzt schon mal gucken, wo wir überhaupt rauskommen wollen. Hier wollen wir rauskommen. Ist jetzt ein bisschen blöd platziert, das geht so nicht. Mache ich erstmal so, falls wir dann aber später natürlich nochmal dort wieder erweitern wollen. So. Da und da. Okay, das haben wir schon mal. Wir brauchen weiterhin die Elektromotoreinheiten. Die werden ja hier hergestellt. Und da ist es jetzt tatsächlich so, das reicht so nicht mehr. Also eine Fabrik ist hier hoffnungslos überfordert. Deswegen werden wir hier noch eine zweite Fabrik hinsetzen. Das heißt aber auch, dass wir jetzt hier den Stahl erstmal woanders lang transportieren müssen. Den können wir hier schon mal abbauen. Ich gucke mal eben, ob das hier so klappt. Das funktioniert. So, und dann noch einen gelben. So. Dann müssen wir hier nochmal so ein Stromdings hier setzen. Dann baut der das. Dann müssen wir hier das abgebaute Untergrundband nehmen, das hier hinsetzen. Und dann können wir hier den Stahl nach oben hinsetzen, dass hier dann auch was auch immer weiter produziert werden kann. Ich weiß das eigentlich gar nicht mehr. Und hier hole ich mir jetzt... Na, wo haben wir den Teiler? Da haben wir den Teiler. Ach ja, die ist aber noch einen gehabt. Hier holen wir uns jetzt lecker... Zeugs. Untergrund, Untergrund, da ist Untergrund. Die sollte ich mir hier vielleicht mal festsetzen. Die sollte ich mir mal festsetzen. Die können wir uns mal festsetzen. Die brauchen wir zum Beispiel gar nicht. So, damit kommen wir einmal ganz rum. Das ist auch gut. Und ich würde das tatsächlich... einmal jetzt so machen. Ich denke mal, davon brauchen wir wir auch erstmal nur einen von den Elektromotoren. Gut. Ja, das ist natürlich auch wieder sinnvoll gewesen, wie der aufmerksame Zuschauer schon gemerkt hat. So, und jetzt haben wir halt hier die doppelte Menge an Elektromotoren. Oder an Motoreinheiten. Elektromotoren stellen wir ja hierher. Und damit das Ganze elektrisch wird, brauchen wir natürlich noch die grünen Schaltkreise. Die will ich mir auf einen Extrabrand auch ziehen, da wir die ja auch noch für die Roboter brauchen, die ich hier gerne herstellen würde. Das heißt, ich würde das Band jetzt von hier kommen lassen. Und, oh ja, hier sind noch grüne. Hier ist sogar aufgeteilt. Der wird den, okay, und dann können wir also hier die hier abzwacken. Die Frage ist nur, wie machen wir das am dümmsten? Ich würde sagen, hier
Und kommen wir dann hier irgendwie weg? So, dann nehmen wir die. Das wird jetzt lustig. So, hier hin, da raus, da rein, da raus, da rein, da raus. Nein, so nicht. Da kommen die Grünen. Und dann hätte ich die hier aber gerne, wie gesagt, hier. So, jetzt muss ich hier wieder Lampen setzen, sehe ich gerade. Jetzt ist der im Weg. Na super. So, und dann können wir hier rum, rum. Raus. Ha. Schwupp. Und Strom. So, jetzt wird hier produziert. Das war eine schwere Geburt. Das war eine richtig schwere Geburt. Dann sollen die hier wieder raus und kommen direkt auf ein Untergrundfließband, das hier wieder rauskommt. Der hat natürlich keinen Strom. Strommasten könnte ich mir mal wiederholen. Die stelle ich hierher, praktisch. Okay, das hätten wir. Erste Komponente ist da. Beziehungsweise die ersten zwei Komponenten sind jetzt ja sogar schon da. Hier. Batterien und Stahl müssen wir noch rausholen. Okay. Ich würde sagen, wir führen die erstmal zu einem Band zusammen. Das hätte man hier vielleicht sogar so ganz gut machen können, aber das ist nicht schlimm. Denn das passt perfekt. Komm, machen wir hier 5 Stück. Ich weiß gar nicht, woran es dann schon wieder scheitert. Wahrscheinlich wieder ein Eisen. Okay, das ist das erste Band, das wir haben. Dann können wir hier die Roboter bauen. Das ist doch ganz gut. Stahl und... Ach, was rede ich mal von Robotern? Wir sind das ja erstmal nur die Flugrobotergestelle. Stahlträger und Batterien. Oh ja, die Batterien, die müssen wir von hier hinten ganz holen. Da kommen wir sicherlich auf dem Weg auch an Stahl vorbei, dass wir dann einmal einsammeln können. Dann gucken wir, sieht das mit dem Strom aus. Grenzwertig. Dampfmaschinen laufen, aber glaube ich nicht auf Volllast, wenn ich das jetzt richtig deute. So, hier oben haben wir Batterien. Hier haben wir Batterien. Die müssen wir jetzt. Wäre natürlich sinnvoller gewesen, das nach da zu setzen. Naja. Überlegen, ob wir die dann hier einmal so hoch und dann nach links laufen oder wir lassen sie hier einmal wieder runterlaufen und dann hier unten lang, da wo wir hin müssen. Ich glaube, das ist besser. Obwohl, ist es das? Können Sie auch hier langlaufen lassen. Oder wirklich hier runter und dann einfach da unten langlaufen lassen. Hier hoch. Dann kommen wir aber nicht am Stahl vorbei. Aber hier ist es halt schon ziemlich voll. Oder halt hier lang. Hier lang. Und gucken, dass wir dann da dem Stahl folgen. Ja, das ist vielleicht gar nicht verkehrt. Erstmal müssen Sie hier runter. Erstmal müssen Sie hier runter. Da führt ja nun wirklich kein Weg dran vorbei. Da ist das so das Einfachste. Und dann können wir sie hier lang laufen lassen. Ja, das ist, glaube ich, ganz gut. So. Und dann aus optischen Gründen hier oben lang. Das ist, die sind natürlich jetzt ewig lange unterwegs. So, und jetzt ist die Frage hier unten. Was hatte ich vor? Haha. Was hat er nur vor? Hier unten und dann hier rüber. Ja, durch die Forschungssachen durch. Das, was ich jetzt eigentlich alles freilassen wollte, ist jetzt ja alles voll gemacht. Das kann man aber später auch wieder reduzieren, wenn man mehr auf Roboter setzen möchte. Ich mag eigentlich Fließbänder eigentlich ja lieber.
So. Forschung fertig. Da weiß man aber gar nicht, was man machen soll. Advanced Solar Panel ist natürlich nett. Oder mal ein bisschen was für die Ausrüstung. Oder wir machen jetzt einfach die Inventar-Logistikplätze. Dann haben wir die schon mal. Also jetzt aktuell brauchen wir sie gerade nicht. Könnten aber auch Geothermie machen. Das würde mich halt auch mal sehr interessieren. Wie das funktioniert. Extraction Energy from Deep Heated Rock and Water Dwelling. Vielleicht wird uns das dann ja angezeigt, wo wir das haben, wo wir das einsetzen können. Ich möchte das einfach mal jetzt erforschen. Wobei wäre vielleicht sinniger, das dann direkt hier mit an denen dran zu basteln, ne? Das heißt, dass wir hier rauskommen. So. Das ist natürlich immer super, wenn man die Sachen von der einen Seite der Basis auf die andere Seite der Basis bringen muss. So aus optischen Gründen. Natürlich so. Und hier hoch. Hier würde ich dann jetzt gerne irgendwie noch den Stahl mitnehmen. Hier wäre vielleicht, ja, hier sind jetzt die Rohre im Weg. Dann machen wir das vielleicht doch eher auf der anderen Seite. Das ging jetzt nicht Eisen. Eisen ist ja kein Problem. Oh, Eisen ist doch ein Problem. Eisen ist gerade so ein bisschen ein Problem. Der fördert nichts mehr. Ja, ihr seht jetzt, ne? Jetzt ist nämlich der Moment da, wo es schon ein bisschen lustig wird. Wo dann jetzt ja tatsächlich jetzt schon fast alles angeschlossen ist. Oh. Den einmal wegnehmen. Das haben wir da oben überall. Oh, jetzt ist da die ganze Produktion rausgenommen. So, jetzt haben wir sie wieder. Nee, haben wir nicht. Ist ja doch mal auf hier zu fahren. So, jetzt wird wieder Kupfer und alles da oben produziert. Und der dahin. Alle irgendwo angeschlossen, wunderbar. Der hat auch nichts mehr zum Abbauen. Also ihr seht, wie wichtig das ist, dass wir das jetzt rechtzeitig in Angriff genommen haben. Puh, dann würde ich sagen, tun wir hier oben den Rest auch noch anschließen. Schließen wir hier oben auch nochmal den Rest an. Tun, das ist ja... Wieder passt. Das scheint... noch zu passen. Und dann kommt da noch einer hin. So. Jetzt kann ich jetzt, ja doch, das scheint damit zu der Karre zu gehören. Und dann kann der einmal mit runter. Tja, und den tun wir, jetzt. Jetzt fäng ich wieder mit diesem ganzen Tun. Der wird hier einmal oben lang transportiert. So. Dann wird jetzt hier auch erstmal wieder genug Erz hergestellt. Aber trotzdem scheinen wir jetzt hier gerade viel zu brauchen. Naja, solange in meiner Kiste was ist. In meiner Kiste ist genug. Das ist jetzt wieder dieser Pfad hier. Ah, weil jetzt wieder die Waffenmunition, weil jetzt die Munitionsproduktion wieder angefangen hat. Deshalb, die Munition verbraucht wieder einiges an Eisen. Okay.
Stahl wollte ich ja hier noch mit draufschmeißen. Wobei, hier haben wir überall Stahl. Dann sammeln wir hier Stahl ein. Hier. Hätte ich dann so lassen können. So, das ist alles wieder sehr schleppend, glaube ich. So, das. Dann müssen wir hier einmal das Ganze unterkellern. Da ist es gut. Dann haben wir hier Stahl mit Batterien gekreuzt. Ja, bloß nicht. Und so. Dann haben wir jetzt das hier, was wir wollten. Wir können hier auf die andere Seite kommen und dann haben wir es endlich geschafft. Halleluja. So, dann können wir jetzt hier die Fabrik hinstellen. Das war jetzt aber echt eine schwere Geburt. Aber es sind halt jetzt viele Komponenten, die man hier braucht. Und das ist ja auch das Schöne eigentlich, dass man jetzt immer so ein bisschen mehr machen muss, um jetzt die Flugrobotergestelle zu haben. Kleiner Cut drin, ich hatte einen lustigen Absturz, aber das Lustige ist, oder das Gute ist, der Autosave ist genau da, wo auch die Aufnahme aufgehört hat. Das heißt, ich musste jetzt nichts groß nachstellen. Also wir haben jetzt hier unsere Flugrobotergestelle und ich kann jetzt hier ganz normal weitermachen. Ich habe echt gedacht, ich müsste jetzt diese Folge nochmal aufnehmen, aber zum Glück ist das nicht der Fall. Ah, so. Einmal geärgert, einmal gedacht, juhu, geht doch weiter und dann können wir jetzt hier weitermachen. So. Wir brauchen jetzt für die Flugroboter, also für die Bauroboter, für die Logistikroboter, so, für die Logistikroboter brauchen wir erweiterte Schaltkreise und für die Bauroboter brauchen wir elektronische Schaltkreise. Elektronische Schaltkreise haben wir hier schon, deswegen reicht es, wenn wir jetzt hier noch einmal die roten runterziehen. Das würde ich gerne einmal hier machen, bevor wir sich hier mit den Abbaumaschinen vereinen. Und dann müssten wir hier einmal teilen. Teile habe ich jetzt aber, glaube ich, keinen mehr, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, da baue ich mir nochmal einen. Und dann können wir das hier runterziehen. Halt. Ich hätte das gerne wieder schön. So schön es halt geht. So, keine Fließbänder. Schade. Mal eben wieder 300 dazu. Ich hoffe mal, das funktioniert jetzt erstmal wieder alles, ja. Kauft man sich eine Festplatte extra für Aufnahmen und dann funktioniert die irgendwie so gut wie gar nicht. So. Danke fürs Autosave. Also diese Autosaves hier, die retten einen echt. Ich bin echt am Überlegen, ob ich jetzt nicht einfach hier auch die grünen mit drauf schmeiße. Ich glaube, das machen wir. Ja, komm. Dann setzen wir jetzt hier noch so einen intelligenten hin. Stapler muss er nicht sein, reicht auch normaler. Hier runter. Man hätte natürlich auch einfach die grünen hier runterziehen können, dann bräuchte man den nicht. Dann machen wir lieber noch einen Teiler. Wobei, kriege ich das hin? So. Und den hier hindrehen? Nee. Ja, dann passt das aber hier nicht mehr so wirklich. Nee. Das andere ist besser. Das andere ist besser. Na gut, machen wir es doch so. Du holst dir die
grünen einmal runter. Dann haben wir das. Und eigentlich könnten wir jetzt ja diese Fabriken einfach auch hier hinsetzen. So, so. Dann müssen wir hier noch einen Abstand lassen. Zwei Abstand lassen. Das ist dann auch unschön. Jetzt habe ich wieder keine gelben Greifarme. Jetzt geht doch wieder alles den Bach oder ja. So eine Viertelstunde war das, glaube ich, eben, was ich aufgenommen hatte. Deswegen muss ich halt auch gucken, weil ich diese. Die Autos hier sind richtig regelmäßig. Das rettet einen echt hier das Leben. Zack, 100 Stapelgreifarme. Nicht Stapelgreifarme, eine Arme. 100 Greifarme, so. Der runter. Da müssen wir wieder ein Kistchen machen. So, da reicht aber definitiv ein Stack. Hier reicht definitiv ein Stack. Ist jetzt nicht so ganz ideal, aber gut. Hier staut es sich. So. Haben die sich ja gerade echt groß drum gestritten. Ist ja was. Hier muss ich jetzt einmal die Motoren wegnehmen. Und hier wieder reinschmeißen. Die brauche ich gerade nicht. Stellen wir die Motoreinheiten her hier. Da kann ich dann auch mal die gelben reinschmeißen. Die brauche ich gerade nicht. Batterien brauche ich gerade nicht. Die kann ich hier reinschmeißen. Okay. Hier unten würde ich dann erstmal die herstellen lassen, die wir gerade brauchen. Erstmal kriegen wir hier Strom hin. Da unten der, da hätte ich jetzt nicht noch so ein Holzding eingesammelt. Ja, wunderbar. Der kann dahin. Wir brauchen jetzt erstmal Logistikroboter. Transportiert Gegenstände zwischen Logistikkisten. Genau das hätte ich gerne. Und der baut Bauroboter. Die brauche ich aber gerade nicht. Eingestellt. Das ist ja immerhin etwas. Wird jetzt eine Weile dauern. Wobei, wir haben jetzt hier schon mal 11 Logistikroboter drin, sehr schön. Und einen Bauroboter, gut, den Bauroboter brauchen wir später. 11 Logistikroboter, damit kann man arbeiten. Die nehmen wir mit. Wahnsinn, ging das ja doch schneller als in 3 Folgen, habe ich schon in 2 geschafft. Dann verabschiede ich mich an dieser Stelle und beim nächsten Mal machen wir dann oben weiter, dass wir die Reparaturkits machen können. Ja, das machen wir als nächstes. Und dann schaffen wir es vielleicht auch, den Zug schon auf die Reise zu schicken. Nee, schaffen wir glaube ich noch nicht, aber wir können die Basis dann oben weitermachen. Wir können das nächste Mal die Basis oben weitermachen. Reparaturkits machen und die Basis hier fertig. Basis hier oben fertig machen. Hier. Das wird schön. Ach, man kann auf die Karte gucken. Ach, das ist ja ein Traum. Das ist ein Traum. Viel Spaß beim nächsten Mal. Noch einen schönen Tag. Was ihr jetzt noch mehr vorhabt. Bis dann zum nächsten. Ja, bis dann. Tschüss.